Du hast kein Geld für Video-Equipment, geschweige denn einen Slider? Na, dann musst du wohl dein letztes Hemd weggeben. Ha! Johannes, es sind Kinder anwesend. Okay. Zieh dich wieder an, sofort. Na gut. Diesen Slider-Hack kannst du mit jedem Stoff machen. Es muss nicht dein T-Shirt sein, es kann auch ein Handtuch sein. Hauptsache, dein Untergrund ist eben und glatt. Dafür eignen sich Tische oder andere Bretter als Arbeitsplatte, die du nehmen kannst. Der Tisch sollte auch in der Höhe deines Objektes sein. Zuallererst breitest du deinen Stoff auf dem glatten Untergrund aus. Anschließend legst du deine Kamera darauf und richtest das Framing so ein, wie du es haben willst. Drückst Record und ziehst jetzt das Tuch leicht unter Spannung über den Tisch. Je gleichmäßiger die Bewegung, desto smoother der Shot. Das Gute an diesem Slider ist, dass du während des Slidens auch die Richtung ändern kannst und drehen kannst, was du mit herkömmlichen Slidern nicht wirklich kannst. Aber ein Nachteil des Sliders ist natürlich der Fokus. Während du ziehst, kannst du mit deiner Kamera natürlich nicht fokussieren. Das heißt, deine Kamera sollte einen möglichst guten Autofokus haben. Eine Kamera mit Tracking-Option ist hierbei natürlich richtig sinnvoll. Wenn du diesen Hack anwendest, dann tag mich doch auf Instagram. Ich guck mir gerne an, was du damit machst. Mehr Video-related Tutorials findest du hier drüben. Wir sehen uns. Peace.